Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt das Video. Heute wird auch wieder ein Stream auf Twitch kommen. Das heißt, checkt gerne den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Dort kommt auf den Twitch-Kanal. Lasst dort ein Follow da. Wir werden heute wieder die Solo-Hype-Night-Herausforderer spielen und danach nochmal die normale Solo-Hype-Night, wenn wir noch Zeit haben. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den Item-Shop an. Heute haben wir den Rote Jade-Skin drin. Ist auf jeden Fall ein ganz nicer Skin, relativ beliebt auch. Dann haben wir als nächstes den Nachtglanz-Skin in der Standard-Variante und in der Runenschimmer-Variante. Dann die männliche Version Sonneneruption ebenfalls wieder in Standard und ohne Schimmer. Dann gibt es dazu die Spaltlichtspitzhacke. Den Fledergleiter finde ich tatsächlich einen relativ coolen Gleiter und vor allen Dingen, er ist nicht unheimlich riesig und für einen blauen Gleiter auf jeden Fall auch vollkommen in Ordnung. Dann haben wir noch die strahlende Axt. Als nächstes haben wir von gestern den Ninja Skin, hat vier verschiedene Versionen, einmal den Standardstil, dann den mit Maske Stil, dann den Raven Stil und den reaktiven Stil. Beim reaktiven wird hier glaube ich immer das Kopfband immer länger, umso mehr Kills er macht. Müsste glaube ich aber auch bei der Standardvariante möglich sein, nur bei denen hier nicht, weil man das Kopfband eben halt so oder so nicht sieht. Dann haben wir als nächstes die Zwillingskatanas und den Ninja Style Emote. 300 V-Bucks mit Musik ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Dann haben wir als nächstes die Überlebenskünstlerin. Dann den Tiefseejäger, das Sonnenspross Backpack, Wackelquatsch, unendlicher Depp. Ich glaube gestern oder vorgestern hatten wir den normalen Depp, kostet nun mal genau gleich viel wie der normale Depp, hat aber dafür immer eine Musik dabei und eine deutlich längere Animation. Und dann haben wir heute neue, komm schon. Das ist ein ganz cooler Emote. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.